Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 92. Alle Karten auf den Tisch. Zweiter Teil. Am nächsten Tag konnte Harry mit Severus erst nach dem Unterricht zu Mr. Ollivander gehen, weil der vor dem Unterrichtsbeginn noch nicht geöffnet hatte. Zusammen apparierten sie in die Winkelgasse, die jetzt im Vergleich zu den Zeiten kurz vor Schulbeginn wie leer gefegt war. Nur vereinzelt waren Kunden zu sehen, die an den Schaufenstern entlang schlenderten. Ollivanders hatte geöffnet, aber der Laden war nicht besucht und vom Besitzer sah man weit und breit nichts. Doch man hörte ihn im hinteren Teil des Ladens hantieren. Die Klingel an der Tür hatte die beiden Kunden angekündigt und aus dem tiefen Inneren des staubigen Shops hörte man Mr. Ollivander rufen. »Bin gleich bei Ihnen!« Harry nutzte die Zeit, um sich ein wenig umzusehen. Nachdem er seinen ersten Stab hier gekauft hatte, hat er den Laden nicht noch einmal betreten. Aber er stellte zu seinem Erstaunen fest, dass sich hier nichts verändert zu haben schien. Stocksteif wartete Severus in der Mitte des Raums und blickte starr in den Gang, aus welchem die Stimme von Mr. Ollivander zu hören gewesen war. Umso erstaunter war er, als der alte Zauberstabmacher aus einem ganz anderen Gang auftauchte und grüßte. »Guten Tag, Mr. Potter. Schön, Sie wieder einmal in meinem Laden begrüßen zu dürfen.« An Severus gerichtet, sagte er. »Professor Snape, seien Sie gegrüßt. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie lange...« 37 Jahre, Mr. Ollivander«, sagte Severus gewissenhaft. In Gedanken versunken, wiederholte Ollivander. 37 Jahre. Er räusperte sich und stellte sich hinter seine Theke. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Fragte der ältere Herr mit seinen strahlend blasssilbernen Augen. Severus griff in die Innentasche seines Umhangs und zog einen länglichen, schmalen Karton heraus, den er auf den Tresen legte, bevor er ihn öffnete. »Oh nein, wie ist das nur?« Mr. Ollivander konnte seinen Augen nicht trauen. »Es ist so ein trauriges Ende für diesen wunderbaren Zauberstab«, hauchte der Verkäufer mitfühlend. »Wie genau das geschehen ist, da fragen Sie besser Mr. Potter, denn er trägt die uneingeschränkte Verantwortung für dieses Malheur«, sagte Severus, während er sich zu Harry umdrehte und ihm einen bösen Blick zuwarf. »Ich hab es doch nicht mit Absicht!« Er hielt inne und seufzte. Die fachmännische Begutachtung des gebrochenen Zauberstabes durch den besten Zauberstabhersteller der magischen Welt dauerte etwa 20 Minuten und dann endlich gab Mr. Ollivander sein Urteil ab. »Tja, was soll ich sagen? Der Stab ist unbrauchbar und der Schaden nicht mehr magisch zu beheben.« Severus machte ein trauriges Gesicht. Der Stab, auf den Harry sich versehentlich gesetzt hatte, war sein erster Zauberstab gewesen, den seine Mutter ihm sehr frühzeitig genau in diesem Laden gekauft hatte, weshalb er wehmütig seufzte. »Das tut mir so leid, Severus, wirklich«, sagte Harry ruhig. Gleich darauf fragte er, »Wie alt waren Sie gewesen, als Sie Ihren Zauberstab bekommen haben?« Severus musste sich mit einer Antwort gar keine Mühe geben, denn Mr. Ollivander, der bereits einige Kisten mit Zauberstäben in einem Arm sammelte, während er an den Regalen vorbeiging, antwortete an seiner Stelle. »Oh, der kleine Severus muss gerade erst 6 geworden sein, nicht wahr?« Severus nickte zustimmend, auch wenn ihm die vermeintliche Bezeichnung von Mr. Ollivander missfiel. Nachdem der ältere Herr die kleinen Kisten auf der Theke abgestellt hatte, schlug Mr. Ollivander 2 auf die Oberfläche des Tresens und sagte zu Harry hinüberlächelnd:
Er konnte nicht einmal hier rüberschauen. So klein war er. Wie Sie sehen, Mr. Ollivander, bin ich in der Zwischenzeit gewachsen und kann sehr wohl über Ihren Tresen schauen, sagte Severus trocken, sodass Harry lachen musste. Wenn Sie jetzt die Güte hätten, mir einen Stab zu empfehlen. Mr. Ollivander reichte Severus den ersten Stab, doch nach einem unvollendeten Wutschen lagen bereits die Gegenstände vom Tresen unten auf dem Boden. Der zweite Stab ließ sämtliche Gegenstände aus Glas fürchterlich laut summen, sodass man glauben musste, die Behälter und Fenster würden jeden Moment zerspringen. Der dritte Stab zauberte eine braune, stinkende Wolke herbei, weshalb Harry sich die Nase zuhalten musste. Und der vierte Zauberstab, den Severus probierte, ließ einen kleinen Wirbelsturm durch den Laden fegen. Nach 5 weiteren Stäben, die alle ganz offensichtlich nicht zu Severus passten, gab Ollivander auf und sagte: Ich möchte Sie bitten, etwas später nochmal wiederzukommen. Wann ist später? Wollte Severus wissen. Etwas später halt. Vielleicht, wenn Sie etwas Farbe bekommen haben, sagte Mr. Ollivander scherzend mit einem Lächeln auf den Lippen. Trotzdem Severus erbost war, den Laden ohne einen neuen Zauberstab verlassen zu müssen, verabschiedete er sich höflich von Mr. Ollivander und schritt, ohne Harry eines Blickes zu würdigen, aus dem Laden heraus. Harry folgte ihm sofort und lief hinter ihm her, bevor er nochmals sagte: Das tut mir so leid, Severus. Es reicht. Noch eine Entschuldigung von Ihnen und ich werde mir den nächstbesten Stab greifen, um Sie zu verhexen, entgegnete Severus gereizt. Severus ging schnurstracks auf den Pub zum tropfenden Kessel zu, als er Harry sagen hörte: Hier! Er hielt inne und blickte verdutzt auf Harry hinab, der ihm seinen Zauberstab entgegenhielt und sagte: Nehmen Sie meinen, solange Sie keinen haben. Diese Geste schätzend, aber dennoch abwinkend, sagte Severus: Ich brauche für den Unterricht nicht zwingend einen Zauberstab, aber Sie benutzen ihn tagtäglich vor Ihren Schülern. Und außerdem kann das von Mr. Ollivander benutzte Wort später eine Zeitangabe von immensem Ausmaß bedeuten. Ich glaube nicht, dass Sie lange auf Ihren eigenen Zauberstab verzichten wollen würden. Ich werde mir wohl woanders einen Stab besorgen müssen. Aber die von Mr. Ollivander sind doch die besten. Dann schauen wir einfach jede Woche mal bei ihm vorbei. Irgendwann wird sich schon ein Stab für Sie finden, sagte Harry voller Hoffnung. Wie lange soll ich denn warten, bis der Zauberstab von Mr. Ollivander für mich der richtige wäre? 2 Wochen? 6 Monate? Vielleicht 50 Jahre? Er konnte ja nicht einmal sagen, was für einen Zeitraum er ungefähr mit später meinen könnte, sagte Severus verärgert. Doch er war nicht mehr wegen Harry wütend. Mr. Ollivander hat doch gesagt, wann später sein könnte, sagte Harry, worauf Severus ihn fragend anblickte. Den Zauberstabhersteller wiederholend, sagte Harry, wenn Sie Farbe bekommen hätten, was immer er damit auch gemeint haben könnte. Während sie auf den Pub zugingen, hörte Harry gegrummelte Worte aus Severus Mund und einige verstand er sehr deutlich, denn Severus schimpfte still. Alter Kauz, mit seinen kryptischen Aussagen, genau wie Albus, alte Spinner. Harry grinste still in sich hinein. Im Zaubereiministerium besuchte Kingsley das Büro des Ministers. Nach der Unterhaltung mit Pablo Albello war Arthur völlig durch den Wind. Doch Kingsley brauchte ihn, um noch den Squib und den Zauberer zu verhören, die an dem Brandanschlag auf das Hotel in Aberdeen verantwortlich zu machen waren. Arthur, ich hoffe, du hast das, was Pablo gestern gesagt hat, gut verkraften können, sagte Kingsley mit seiner besonnenen Stimme. Der Minister seufzte, bevor er sich selbst schalt. Mir hätte die Ähnlichkeit schon viel früher auffallen müssen. Er war ja schon 2 oder 3 Mal bei uns zu Besuch gewesen. Aber weder mir noch Molly. Kingsley erklärte gelassen: Mr. Bello sieht Harry Potter zwar sehr ähnlich, aber diejenigen, die Harry so innig kennen wie wir, denen wird die Ähnlichkeit nicht sofort ins Auge stechen.
Mach dir also keine Gedanken, Arthur, denn mir ist das auch erst aufgefallen, als du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Vorher habe ich einfach nur gedacht, er wäre der Typ Harry. Der Typ Mann, den Ginny. Arthur hielt die Hände in die Höhe, sodass Kingsley mitten im Satz aufhörte. Kurz darauf fuhr Arthur sich mit einer Hand über das Gesicht, bevor er sagte: Pablo, ich meine Mr. Abello entspricht tatsächlich dem Typ Mann, den Ginny bevorzugt. Sie hatte ja einmal gesagt, er wäre genau ihr Typ. Aber dass diese Leute ihn deshalb auf meine Tochter angesetzt haben, weil sie aus diesem dämlichen Klatschartikel aus dem Tagespropheten wussten, dass sie und Harry... Arthur war so aufgeregt, dass er einen trockenen Mund bekommen hatte und er schlucken musste. Wenn ich überlege, wann Pablo bereits in ihr Leben getreten war, dann läuft mir eine Gänsehaut den Rücken hinunter, Kingsley. Weihnachten letzten Jahres haben sich die beiden getrennt. Wir haben bereits Oktober und wir haben erst jetzt herausbekommen, dass er dieser Gruppe angehört. Plötzlich bekam Arthur große Augen, bevor er aufgebracht sagte: Bei Merlin, die wissen ja, wo wir wohnen. Wir müssen den Fuchsbau so schnell wie möglich verlassen. Ich werde Molly... Dieses Mal unterbrach Kingsley, der beruhigend sagte: Arthur, überstürze nichts. Die wissen seit wann, wo du wohnst. Seit Juli letzten Jahres. Seit über einem Jahr ist denen dein Wohnort bekannt, aber bisher gab es keinen Überfall. Räume den Fuchsbau, aber bitte ohne Panik. Schwer atmend nickte Arthur, denn die Panik wollte weiterhin in ihm aufkommen. Nachdem Arthur über den Kamin Molly Bescheid gegeben hatte, dass sie mit dem Packen beginnen sollte, sagte Kingsley: Lass uns zu dem Squib gehen, wir müssen ihn noch verhören. Arthur folgte Kingsley in eine der Verhörzellen, in welcher ein rundlicher Mann Mitte 30 saß und ebenso an Händen und Füßen gefesselt war, wie schon Pablo zuvor. Der Mann mit den lichten Haaren und den abstehenden Ohren blickte schuldbewusst auf. Man konnte ihm jetzt schon ansehen, dass er zum Reden bereit war, doch Kingsley konnte es nicht lassen, auch diesem Herrn zu erklären: Sie wissen, warum wir hier sind. Wenn sich Zweifel auftun, dass sie uns die Wahrheit sagen. Der Gefangene unterbrach mit zittriger Stimme: Geben Sie mir ruhig Veritaserum. Ich sage aus. Leise fügte er hinzu: Es ist sowieso alles aus dem Ruder gelaufen. Kingsley zog erstaunt beide Augenbrauen hoch, bevor er einen Tisch herbeizauberte, an dem Arthur und er dem Gefangenen direkt gegenüber Platz nahmen. In den Akten lesend fiel Kingsley sofort etwas auf und er fragte: Sie sind Oliver Shunpike, der ältere Bruder von Stan Shunpike? Ja, Sir, erwiderte der junge Mann. Stan ist damals von Minister Scrimgeour als Todesser verurteilt und, trotzdem er unschuldig war, nach Azkaban geschickt worden, richtig? Sagte Kingsley, der diese Erinnerung mit Absicht ins Gedächtnis von Oliver Shunpike bringen wollte. Der junge Mann nickte heftig und blickte auf die Tischplatte vor sich. Eine magische Feder zückend und das Protokoll startend, sagte Kingsley: Dann mal los für das Protokoll, nennen Sie uns bitte Ihren vollen Namen. Oliver Shunpike, antwortete er. Mr. Shunpike, am 27. September dieses Jahres sind Sie und ein weiterer Mann in Aberdeen vor einem Muggelhof, auf welchem ein Brandanschlag verübt worden war, festgenommen worden, als Sie mit Ihrem Wagen fliehen wollten. In der Tasche in Ihrem Wagen hatte man zwei Kanister mit je einem Liter... Kingsley las das ihm unbekannte Wort nochmals nach. Benzin gefunden. Darüber hinaus 4 leere Glasflaschen und zurechtgerissene Fetzen Leinengewebe. Wozu haben Sie diese Dinge benötigt? Oliver Shunpikes Unterlippe zitterte, doch er gab zu: Ich und einige andere, die von Mr. Hopkins an der Nase herumgeführt worden waren, wollten ihm einen Denkzettel verpassen, den er so schnell nicht vergessen würde. Aber die anderen haben kurz vorher einen Rückzieher gemacht. Wir wollten eigentlich sein Haus, das liegt ganz in der Nähe von diesem Hotel, auf gleiche Art und Weise zurichten, wie er es bei... Shunpike schluckte
und blickte Kingsley an, bevor er an anderer Stelle weiter erklärte. Wir haben kurzfristig erfahren, dass er die Veranstaltungsräume in dem Hotel für eine seiner Vereinssitzungen gemietet hat. Dieser Mistkerl. Wir wussten davon nichts, durften früher immer nur helfen und ihm Informationen beschaffen. Aber er sieht in uns offensichtlich genauso einen Abschaum wie in denen, die wirklich zaubern können. Die Feder schrieb und schrieb. Und Arthur und Kingsley warteten geduldig, falls Sean Pike noch etwas von sich aus hinzufügen wollte. Als die Feder auf neue Worte wartete, erklärte der Gefangene: Hopkins hasst Zauberer und Hexen. Er sagt von sich, er wäre dazu berufen, alle zu vernichten. Durch Zufall hatte einer meiner Freunde von dieser Sekte erfahren, die Mr. Hopkins führt. Wir... Sean Pike schluckte aufgeregt. Fanden das zu Anfang witzig, dass ein Muggel so über Hexen schimpft. Wir haben nur aus Spaß mal eine von seinen Veranstaltungen besucht. Das muss ein Jahr vor Kriegsende gewesen sein. Wir haben dort erfahren, dass er nur eine vage Ahnung von der magischen Gesellschaft hat. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und... Oliver Sean Pike verstummte. Für einen Moment ließ Kingsley die Feder schreiben, bevor er fragte: Haben Sie Mr. Hopkins konkret auf die magische Welt aufmerksam gemacht? Ja. Sean Pike senkte seinen Blick. Wir haben ihm erzählt, dass die magische Gesellschaft uns Squibs wie Ausgestoßene behandelt. Ich habe ihn von meinem Bruder erzählt, den man einfach ohne eine richtige Verhandlung ins Gefängnis gesteckt hat. Er meinte, wir sollten uns das nicht gefallen lassen und zurückschlagen, und dabei wollte er uns helfen. Wir haben ihm alles Mögliche erzählt. Von Azkaban, vom Ministerium, von Harry Potter und dem Dunklen Lord. Ich habe ihm sogar den Tagespropheten abonniert. Hopkins meinte, wir sollten die wirklich Verantwortlichen für Stans Azkabans Aufenthalt zur Rechenschaft ziehen. Und das waren die Todesser und deren Familien. Damit hat alles angefangen. Und wir hatten auch gar nichts dagegen, diesen Leuten einen Denkzettel zu verpassen. Für uns war das zu Beginn nur Spaß. Sean Pike schnaufte verachtend und die Verachtung schien ihm selbst zu gelten. Wir haben böse Streiche gespielt, vielleicht auch mal wertvollen Besitz zerstört, bis Hopkins uns eines Tages vollendete Tatsachen gestellt hat, denn er hatte... Stan atmete heftig ein und aus und fuhr leise fort. Ein Squib umgebracht, Christian Rozier. In Stans Gesicht zeichnete sich Reue ab, bevor er leise hinzufügte. Der hatte mit seinem Onkel überhaupt nichts zu tun. Hatte ihn nie kennengelernt, weil er aus seiner Familie verstoßen wurde, wie so viele andere auch. Arthur war geschockt, doch Kingsley behielt die Ruhe und fragte: Wie ging es weiter mit Mr. Hopkins und diesen Anschlägen? Mr. Sean Pike erklärte: Hopkins hat gemeint, Rosiers Tod wäre ein bedauerlicher Unfall gewesen und wir haben ihm seine Geschichte anfangs geglaubt. Es hat uns trotzdem gereicht und wir haben Abstand gehalten. Denn der Typ war wirklich völlig wahnsinnig. Hopkins hatte seinen Feldzug gegen die magische Welt ohne uns fortgesetzt, so wie es ihm möglich war. Denn von uns hat er keine Informationen mehr erhalten. Bis auf 2 Squibs haben wir ihm einfach den Rücken zugewandt. Aber wir konnten seine Machenschaften weiterverfolgen. Es stand ja immer etwas über seltsame Tode im Tagespropheten. Und die trugen alle seine Handschrift. Wir haben uns schuldig gefühlt, weil wir ihn an die Zaubererwelt herangeführt hatten. Wir wollten nicht mehr mit ihm in Zusammenhang gebracht werden. Im Gegenteil, wir wollten ihn aufhalten. Sie reden immer von wir. Wer sind wir und wie viele sind sie? Fragte Kingsley. Wir, das sind ich, mein Freund Michael Pilgrim, den sie auch festgenommen haben, und dann noch 4 Freunde, die aber nichts mit Hopkins oder Aberdeen zu tun hatten, das schwöre ich. Die waren nur mit uns auf der ersten Veranstaltung, aber der Mann war ihnen von Anfang an nicht geheuer. Oliver blickte reumütig auf und erzählte: Die beiden, die noch mit Hopkins zusammenarbeiten, sind die Brüder Alex und Arnold Roth.
Beide Squibs, die in der Muggelwelt leben, seit sie von ihren Familien enterbt und aus dem Haus geworfen wurden. Alex und Arnold sind so verbittert, sie haben einen fanatischen Hass auf alle Reinblüter. Eigentlich sogar auf jeden, der zaubern kann. Ich habe in einer Zeitung gelesen, dass eine ganze Reinblüterfamilie in ihrem eigenen Haus verbrannt war. Und ich war mir damals schon sicher, dass dieser Mord auf das Konto von Hopkins, Alex und Arnold geht. Alex und Arnold sind also ausgestoßene Squibs, die in der Muggelwelt leben? Fragte Kingsley, nachdem Shunpike bestätigt hatte, fragte Kingsley. Arbeiten die beiden auch in der Muggelwelt? Ja, Sir, Alex ist Angestellter in einem Fastfood-Restaurant und Arnold arbeitet als Snackverkäufer in einem Kino, erwiderte Shunpike. Kingsley ahnte, was der Azkaban-Aufenthalt von Stan Shunpike angerichtet haben könnte und fragte daher auch ehrlich interessiert. Wie geht es Ihrem Bruder jetzt eigentlich? Verdutzt blickte Oliver auf. Weil dieses Thema schwerlich mit dem Überfall in Aberdeen zu tun hatte, doch er antwortete niedergeschlagen. Er lebt so vor sich hin. Weil Kingsley ihn anblickte und auf weitere Informationen wartete, fügte er hinzu. Man gibt ihm keinen Job mehr, weil in seiner Akte natürlich steht, dass er eingesessen hat. Nicht einmal als Schaffner wollte man ihn zurückhaben. Er schluckte einmal verlegen, bevor er flüsternd offenbarte. Er trinkt. Die Verbitterung war leicht herauszuhören, doch Kingsley wollte es genau wissen. War das Schicksal Ihres Bruders die antreibende Kraft für die Unterstützung eines Kriminellen? Diesmal lenkte Arthur das Gespräch wieder auf die beiden Squibs, Alex und Arnold, die Hopkins immer noch unterstützen würden. Wissen Sie vielleicht, ob die Brüder jemals etwas getan haben, das man ihnen in der Muggelwelt zur Last legen könnte? Wollte Arthur wissen, denn von dem anderen Minister wusste er, dass man Menschen, die man aus dem Verkehr ziehen wollte, zu diesem Zweck auch wegen kleinerer Taten anklagen konnte. Der Mörder Al Capone war letztendlich zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt worden und das lediglich aufgrund von Steuerhinterziehung und Geldwäsche, wie Arthur aus Muggelbüchern wusste. Ich weiß nicht genau. Ich hab gehört, Arnold dealt ab und zu mal, erklärte Shunpike. Dealt? Fragte Kingsley nach. Na, Sie wissen schon, er verkauft Medikamente ohne Rezept und auch Drogen, zählte Shunpike auf. Aber ich weiß es nicht genau. Ich hab nie so ein Zeug bei ihm gesehen und ich habe das von anderen gehört. Die Feder notierte alles und Arthur freute sich jetzt schon darauf, dem anderen Minister davon berichten zu können, denn der könnte diesen Mann sicherlich aus dem Verkehr ziehen. Wie ist es zu dem Brand in dem Hotel in Aberdeen gekommen? Fragte Kingsley nach einem Moment sehr distanziert klingend, obwohl ihn diese ganzen Informationen innerlich aufwühlten. Wir, also Michael und ich, wollten eigentlich Hopkins Haus ein wenig unter Beschuss nehmen. Durch Zufall haben wir erfahren, dass er in diesem Hotel eine kleine Veranstaltung abhält und Michael meinte, wir sollten ihn aufsuchen und ihn zur Rede stellen. Mr. Filgrim, Michael, ist kein Squib, sondern ein Zauberer, richtig? Fragte Kingsley. Ja, aber glauben Sie mir, er hat Hopkins nie irgendwas gesagt. Michael hat sich eher um mich Sorgen gemacht, weil ich mit so einem Typen Umgang hatte. Deswegen hat er mich manchmal begleitet, wenn ich mich mit Hopkins getroffen habe. Das kann Mr. Filgrim uns selbst erzählen. Weiter mit Ihnen und dem Hotel, forderte Kingsley und Shunpike parierte. Michael und ich haben Hopkins in dem Hotel aufgesucht, was für den natürlich völlig überraschend gekommen war. Ich glaube sogar, Hopkins hatte Angst vor uns. Er hat uns nämlich rauswerfen lassen wollen. Michael ist dann durchgedreht, weil Hopkins uns nicht einmal zuhören wollte. Er hat dann eine Flasche aus seiner Jackentasche gezogen und den Stoff mit seinem Zauberstab entzündet. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass er eine mit dabei hatte, sonst hätte ich ihm die weggenommen. Wir wollten ja eigentlich nur Hopkins Haus... Shunpike seufzte,
bevor er betroffen sagte. Die Situation war so verfahren gewesen. Michael hat gesagt, dass man Hopkins das Handwerk legen müsste. Und dass es ihm sogar egal wäre, ob er dabei selbst das Leben verlieren würde oder nicht. Hopkins ist ein Irrer und Michael wollte ihm auf die Art Schaden zufügen, die Hopkins selbst immer bei anderen angewendet hat, mit Feuer. Ich konnte Michael nicht aufhalten, er war wegen Hopkins völlig außer sich. Nachdem man Shunpike ein Glas Wasser gestattet hatte, fragte Kingsley: Sagen Sie, warum haben Sie sich mit diesen Informationen nicht ans Zaubereiministerium gewandt? Shunpike lachte ungläubig auf und erwiderte: Ha! Uns hätte man doch ohne Anschweife nach Azkaban geschickt, oder etwa nicht? Sein Lächeln verblasste und etwas ruhiger fuhr er fort: Wir wollten nie, dass jemand stirbt, wirklich nicht. Einen Denkzettel verpassen, ja! Wertvollen Besitz zerstören, wie protzige Häuser und antike Sammlungen und so weiter, ja! Aber jemanden im Schlaf umbringen? Oliver atmete zitternd aus, bevor er leise wiedergab: Jemanden bei lebendigem Leib verbrennen, das war uns zu viel der Rache. Er seufzte, schüttelte den Kopf und schloss die Augen. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Wir haben immer wieder davon gehört, dass Hopkins auch Reinblüter entführt haben soll, um weitere Informationen zu bekommen, weil er von uns nämlich nichts mehr über die Zauberergesellschaft erfahren hatte. Alex und Arnold waren ihm da keine große Hilfe. Die haben ja mit der magischen Welt wirklich gar nichts am Hut und sie kennen sich da überhaupt nicht aus. Ich bin mir sicher, dass Hopkins sich der beiden auch sofort entledigen würde, allein weil deren Eltern Hexen und Zauberer sind. Aber er lässt sie am Leben, weil Alex und Arnold nämlich als einzige von Hopkins Männern die magische verborgenen Orte sehen können. Oliver Shunpike atmete heftig und sah Arthur direkt in die Augen, bevor er leise offenbarte: Minister Weasley, die wissen, wo Hogwarts liegt. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.